Wir waren auf der Spiel doch in Dortmund 2023, jetzt im April. Richtig, und was wir da alles erlebt haben, wen wir gesehen und getroffen haben, das seht ihr jetzt. Hallo, hier sind die Hausis, Tanja Thorsten. und Tommy Enterich. Und ja, wir waren in Dortmund und haben vom 28. bis zum, ja, 30. war die Messe, aber wir waren nur am 28. und 29. da. Richtig. Zwei Tage, Messetage, und wir hatten viel Spaß. Genau. Wir haben begonnen mit den obligatorischen Fotos vorne am Eingang. Genau, das macht, glaube ich, die meisten Content Creator machen das, ja. Anmoderation haben wir nicht gemacht. Wir haben zurzeit Probleme mit unserer Technik und deswegen gibt es halt jetzt nur einen Nachbericht. Genau. Um es kurz zu machen, wir sind reingekommen in die Halle gegen 12. Freitags sind viele Schüler am Anfang schon unterwegs gewesen. Das hat man schon auf den ersten Instagram-Bildern von der Spieldorf-Messe gesehen. Genau. Und deswegen sind wir etwas später gekommen. Und kaum sind wir drin gewesen, haben wir direkt erstmal die ersten Menschen getroffen, mit denen wir nett geplauscht haben. Ob jetzt Kreatoren oder Verlagsmitarbeiter. Genau, und ja, wir haben aber nicht nur gequatscht, wir haben aber auch gespielt. Aber an dem Tag nicht ganz so viel. Aber wir haben in der Spielausleihe uns ja quasi in die Hand gedrückt bekommen, haben wir unter anderem Beethupferl, ein Kinderspiel eigentlich. Wir sind keine Kinder, wir haben keine Kinder, aber wir haben gesagt, okay, wir machen den Spaß mal mit und haben dann mit Playing Schiller Mark ja das zusammen gespielt. Ja, nettes kleines Kinderspiel, leichtes Memory-Effekt. Thematisch hat jeder eine Gießkanne. Wir gießen mit einer Murmel in ein Beet und gucken quasi, wo mit so einem Wippmechanismus dann ein entsprechendes Gemüse hinterlegt ist. Wenn man drei von einem Gemüse hat, so ungefähr, darf man sich daraus einen Chip nehmen, bloß Genau. nicht die Schnecke kriegen. Genau. Und ja, ist ein süßes kleines Mitbringsspiel, würde ich sagen. Also wenn man noch kein Geschenk hat und irgendwie bei einer Familie eingeladen ist, kann man sowas gerne mitbringen. Also es ist auf jeden Fall ganz süß gemacht und vom Zoch Verlag. Genau. Das zweite, was wir dann direkt hinten dran gespielt haben, ist Total Regal, Original My Shelfie, erschienen im Deutschen beim Feuerland in der blauen Linie, also Familienspiele auch. Genau. Und ja, es ist ein Puzzlespiel. Das, was bei diesem Puzzlespiel ein bisschen besonders oder ja, außergewöhnlich ist, man arbeitet in der Höhe und ja, man richtet sich ein Regal ein. Und das hat so ein bisschen wie Vier nimmt Charakter vom Spiel her. Ja, man puzzelt da Bücher rein, Brettspiele rein, Pokale rein, Katzen rein, Pflanzen rein. Ja, und man muss dann halt verschiedene Auftragskarten erfüllen, um Punkte zu machen. Ja, es ist ein einstiegsfreundliches Puzzlespiel. Also wenn noch kein Puzzlespiel im Regal ist, dann könnt ihr euch das gerne angucken, wenn ihr in diese ja, Spielmechanik einmal reinschauen wollt. Ist auf jeden Fall ja, ein einfaches, entspanntes Spiel und was auch relativ schnell gespielt ist. Was ich hierbei aber eigentlich ganz witzig finde, ist tatsächlich, wenn man sich dann die kleinen Plättchen anschaut mit den Brettspielen. Wenn man genau hinguckt, kann man sogar vielleicht als etwas erfahrener Spieler erkennen, welches Brettspiel damit gemeint ist. Genau. Und ja, das war quasi unser zweites Spiel, was wir an dem Spieltag, ja, an dem Tag gespielt haben aus der Ausleihe. Und die Ausleihe war richtig leer eigentlich an dem Nachmittag. Man hatte viel Platz, weil natürlich man wusste ja, denn der nächste Tag, der Samstag und der Sonntag, da wird es voller werden. Und Freitag ist immer ein bisschen so als kleiner Geheimtipp für nächstes Jahr. Geht freitags hin, wenn ihr genug Platz zum Spielen haben wollt auf der Spielausleihe. Genau, Stichwort Spielausleihe, dieses Jahr größer als davor die Jahre und auch richtig tolle Spiele und die Verlage haben sich auch nicht lumpen lassen, da die eine oder andere Neuheit auch mit reinzupacken. Genau, man konnte also einiges austesten und auch natürlich bei den Ständen der Verlage selber. Und ja, wir waren zum Beispiel auch natürlich, wie immer, obligatorisch muss man ja da sowieso hin, weil die haben immer sehr schöne Spiele, waren wir natürlich auch ja, beim Hochverlag und ja, oder ja, Hutter Trades, ne? Kann man natürlich auch dazu sagen, je nachdem, unter welchem Namen ihr das kennt. Und ja, die haben unter anderem im Vertrieb das Spiel oder die Spielereihe Unmatch. Und der ein oder andere weiß zwar, dass wir das vielleicht gerne spielen. Das ist halt ein Zwei-Personen-Spiel. Also man kann es auch im Team spielen oder auch mit mehreren Leuten. Aber wir bevorzugen die Zweier-Variante. Und da gab es eine schöne, am Stand eine schöne, ja, Plakatwand. Ja, genau, und zwar hat der Hochverlag dort einzelne Karten auf Plakatwand
Plakatpostergröße. Ja, die Wand haben wir gesehen und wir mussten sie direkt fotografieren. Und zwar war das eine große Unmatch-Wand. Da gab es viele große Plakate und die waren ja da circa A3 groß, also richtig schöne große Plakate waren es. Also große Karten gibt es natürlich nicht. Und ja, die waren halt, das waren die verschiedensten Karten aus der Unmatch-Serie und fanden wir einfach so als Hintergrund ganz, ganz lustig. Und da haben wir gesagt, okay, da stellen wir uns vor, machen wir Foto, weil wir ja auch demnächst da eine Serie zu planen, aber da kommt mal ein anderes Video zu, wo ihr ein paar mehr Informationen bekommt. Zwei dann, dieses Foto ist ja entstanden quasi schon fast beim Rausschmiss, so eben kurz nach 7, als die Tore ja schon sich geschlossen haben. Ja. Und dann sind wir langsam so Richtung Ausgang, haben noch mal eine Wand von Zombies halt mitgenommen, was wir auch schon mittlerweile kennengelernt haben, ja. Wo ich gerade das Bild gesehen habe. Und auf dem Weg, kurz vor Ausgang, sind wir nochmal von dem lieben Horst angesprochen worden. Mhm. Einer der beiden Köpfe hinter Boardgame Raccoon, der gesagt hat, das fand ich dann auch ganz witzig, hallo liebe Hausis, wartet doch mal noch ganz kurz. Mhm. Ich weiß, ihr seid keine Solospieler, aber ich weiß, dadurch, dass ich euch regelmäßig doch auch gucke, was ihr so für Themen mögt und das, was ich jetzt hier gerade mit meinem Kompagnon entwickle, das könnte euch doch gefallen, so vom Thema her. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit am nächsten Tag mitbringt oder am Wochenende und nochmal vorbeischaut. Ja, ja gut, das war halt vom Artwork schon sehr interessant und du als Rollenspieler hast natürlich direkt, warst natürlich direkt interessiert und wolltest am nächsten Tag dann auch hin. Aber da kommen wir gleich zu. Genau. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Feierabend. Die sind natürlich bis 19 Uhr geblieben. Wir sind natürlich auch wieder einer der letzten gewesen, die rausgegangen sind. Und dann haben wir aber noch YouTube-Kollegen abgewürfelt, schöne Grüße an dieser Stelle, haben wir mit nach Hause abgeschleppt, kann man so sagen. Und wir haben mit denen noch bis morgens durchgespielt und haben unter anderem haben wir gespielt. Einmal das kleine Kartenspiel Marder von Helvetik, ein flinkes kleines Kartenablegespiel, genau. Wo wir Kaktusfeigen sammeln wollen. Genau, das kann man halt mal eben schnell machen, so bevor der Pizzataxi kommt oder bevor das Essen fertig ist. Das haben wir in dem Fall auch gemacht. Eben schnell noch, bevor wir gegessen haben, haben wir halt dieses Spiel schnell gespielt und war ganz lustig. Also und dann haben wir später, haben wir dann die Erstpartie New Eden, das von Schmidt Spiele, das eins der Neuheiten gespielt. Genau, die liebe Jasmin hatte für sich und Marco die Regeln gelesen, wir oder ich für uns. Ja. Und dann haben wir unseren Hirnschmalz zusammengepackt, um zur späten Uhrzeit diese Runde zu spielen als Erstpartie. Hat uns allen, glaube ich, sehr gut gefallen und auch positiv überrascht. Ich habe erst schon so gedacht, okay, Schmidt Spiele, das Cover sieht schon mal sehr ansprechend aus. Mhm. Unterwasserwelt ist das Thema. Von den Regeln dachte ich auch, das klingt nach einem etwas anspruchsvolleren Familienspiel, aber es hat uns alle positiv überrascht, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Steckt schon Tiefe hinter, ja. Also ich fand ja diese kleinen U-Boote sehr süß, diese Holz-U-Boote. Diepel. Ja, Diepel heißen sie, ich weiß, aber ich, nein, das sind kleine Holz-U-Boote oder sehen wir auch wie kleine Bienchen aus, aber dieses Diepel, naja, ja, das mag ich irgendwie nicht, das Wort, das hört sich komisch an, aber diese kleinen U-Boote, irgendwie hatte ich auch dieses U-Boot-Lied im Kopf von den Beatles, keine Ahnung. Und fand ich ganz süß, diese kleinen U-Boote. Aber man muss natürlich, es ist ein Einsatzmechanismus, man muss natürlich diese kleinen U-Boote gut einsetzen, nachdem man sie bekommen hat. Man hat natürlich nicht so viele am Anfang und muss man sich im Laufe des Spiels erst erspielen. Wir können verschiedene Karten können wir ersteigern, erst ganz offiziell und hinterher gibt's dann die Schwarzmarktphase. Genau, ganz interessante Mechanik. Also wir schauen uns das Spiel auf jeden Fall näher an und werden auf jeden Fall mal davon berichten. Das hat uns schon mal als Erstpartie sehr gut gefallen. Und wie gesagt, wir sind spät ins Bett gekommen. Und deswegen sind wir dann am nächsten Tag. Die Messe öffnet ja eigentlich um 10 Uhr, aber wir waren auch wieder erst am Mittag da, aufgrund des Schlafmangels quasi. Und haben da aber auch direkt wieder viele Leute getroffen und das Erste, was wir machen wollten, wir wollten natürlich hier diese
vom Café diesen Blick über die Messe, über die Messehalle einfangen für euch und fotografieren und filmen. Und auch da haben wir natürlich, sind wir direkt aufgefallen und haben natürlich hier und da dann auch andere Content Creator, die wir kennen, getroffen und auch erstmal ein kleines Gespräch gehalten. Ja, denn die Idee da oben zu filmen haben scheinbar nicht nur wir gehabt. Ja. Ja, die Übersicht wollte sich jeder wohl irgendwie einfangen und ist vielleicht so dieses obligatorische Bild, was man von da aus machen kann. Genau. Und dementsprechend liebe Grüße an alle. Genau. Und ihr seht auch jetzt bei diesen kleinen Filmchen, was wir hier haben, seht ihr jetzt so eine kleine Übersicht von einigen Verlagen, die man halt von da oben sehen konnte. Ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Also es sind 100 Verlage und Aussteller insgesamt da gewesen. Plus natürlich die große Ausleihe, die wir schon erwähnt haben. Genau. Und dann hatten wir auch schon als nächstes, eigentlich relativ schnell, hatten wir dann schon noch einen Termin, den wir wahrgenommen haben, zu viert. Und zwar der Marc alias Playing Schiller bei Instagram und der Dennis alias Stay Geeky bei YouTube. Ja, wir vier haben zusammen bei Lookout-Spiele bzw. Asmodee haben wir dann Prototypen gespielt, die halt jetzt im Herbst rauskommen sollen. Einmal Patterns. Genau, das ist ein Spiel ähnlich wie das Mandala, eigentlich ein reines Zwei-Personen-Spiel, 1 gegen 1, was uns ganz gut gefallen hat. Ja. Fun Fact, wir haben ein Teamspiel draus gemacht, 2 gegen 2. Es war spannend, leider haben die Hauses verloren, aber das macht nichts. In dem Moment gab es dann die Idee, die der Dennis Stagiki vorgeschlagen hat, dass eben halt man vielleicht da eine Variante, Team-Variante mit reinnimmt. Das ist, glaube ich, auch aufgenommen worden. Was daraus wird, werden wir natürlich dann alle sehen, wenn das Spiel tatsächlich rauskommt. Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, dass das Spiel, es ist so eine Art Area-Control-Spiel auch. Ja. Wir müssen halt quasi Gebiete erobern, indem wir sie quasi uns festmachen, indem wir halt Plättchen umdrehen. Es ist alles farbbasierend und sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Wir spielen immer wieder auf so einen kleinen Teppich, sage ich mal, oder auf so einen kleinen, eine kleine Decke, wie wir es vom Mandala kennen. Ja. Und ist natürlich auf jeden Fall ein schöner Hingucker. Das zweite, was wir gespielt haben, ist ein kartenbasiertes Spiel, wo man halt Karten sammeln muss. Und zwar geht es da in den Wald. Ja, wenn ich mich richtig entsinne, haben sie gesagt, wird der Titel Laubwald heißen. Fand ich vom Artwork her schon sehr schön. Im Kern baut man einen Wald an, spielt einen Baum aus und den Baum kann man nach oben, unten, links, rechts entsprechend Karten anlegen. Genau. Die Karten sind immer so ein bisschen halbiert, sodass man sie so unter dem Baum so zur Hälfte legen kann. Zum Teil. Zum Teil. Und die Karten muss man bezahlen. Mechanisch hat mir das wunderbar gefallen und ich bin gespannt, was daraus wird und freue mich drauf, wenn es rauskommt. Ja, und das dritte, was wir angetestet haben, ist auch mal wieder ein Puzzlespiel. Ja, wir und Puzzlespiele, das hat uns an dem Wochenende auch wieder verfolgt. Da haben wir dann einmal ein neues Puzzlespiel ausprobiert. Da sammeln wir einiges, wie auch mal wieder Schafe. Schafe werden auch mal wieder gepuzzelt und gesammelt. Aber nicht nur. Wir haben auch andere Sachen, die wir uns sammeln müssen und kriegen dann Effekte, Bonuseffekte und ist eigentlich auch ein kleines, man muss ein großes Gebiet, muss man sich erarbeiten, damit man halt genug Punkte bekommt. Ja, thematisch sind wir in Irland unterwegs. Tipperary heißt es, wenn ich mich richtig entsinne, als Spiel, was rauskommen wird. Jeder Spieler hat eine irische Stadt und baut drumherum, wie du schon gesagt hast, Gelände an, unter anderem Schafweiden, aber auch Getreidefelder für die Whisky-Distill, um die es natürlich dann da vielleicht auch geht. Und die Auslage der Puzzleteilchen ist klein. Das heißt, sie wird auch noch kleiner, weil wir drehen so ein kleines Rädchen und dann dürfen wir da, wo das Rädchen unser Wappen dann zeigt, aus diesem Bereich dürfen wir dann zwei Teile, die da drin liegen, dürfen wir nehmen und da dürfen wir eins von benutzen. Und ist auf jeden Fall, sieht aus wie ein interessantes kleines Puzzlespiel. Ich denke, es wird ein einstiegsfreundliches Puzzlespiel für Familien vor allen Dingen. Ja. Und vor allen Dingen auch für Leute, die neu in das Puzzlethema einsteigen wollen und das auch relativ schnell spielen wollen. Ja, hat mir aber sehr gut gefallen dafür. Also bin gespannt, was daraus wird. Ich auch. Ja, das waren halt quasi die Spiele, die wir an dem Tag gespielt haben.
Und dann kam aber noch, ja, noch ein weiteres Spiel auf den Tisch. Eins, das wir eigentlich zu Hause haben und was wir aber noch nicht gespielt haben bislang. Ja, der Titel ist Tiwanaku. Wir sind angesprochen worden, Mensch, kommt bitte mal rüber, wir brauchen noch zwei Mitspieler für eine Partie. Und ich war schon so ein bisschen skeptisch, weil ja, wir hatten das Spiel zu Hause und ja, wir wollten das auch spielen und ich habe auch richtig Bock auf das Spiel gehabt. Aber da war ja dieses Messeambiente und das ist ein Deduction-Spiel und da ist es halt so, man muss halt überlegen, man muss kombinieren, man muss und da ist auf der Messe für mich persönlich war das dann nicht der richtige Ort und ich habe schon so meine Zweifel gehabt, ob das dann was für mich ist. Das Spiel selber, wir haben es wie gesagt zu Hause, wir haben es dann gespielt, damit Thorsten halt seine Regeln verfestigen konnte, die er sich schon mal eingelesen hat, Genau. dass wir einfach gucken können, okay, wie funktioniert es, ist das so, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, am Ende des Spiels, ich glaube, als wir dann einmal durch waren, habe ich so eigenermaßen verstanden, was dann das Spiel eigentlich von mir gewollt hat. Während des Spiels kam ich leider nicht in das Spiel rein. Aber ich werde es im Spiel auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil es war einfach der Messe geschuldet. Und solche Spiele, ich persönlich, nicht jeder hat diese Probleme, aber ich persönlich habe halt die Probleme, solche Spiele auf Messen zu spielen, wo ich mich halt dann so da konzentrieren muss. Da bin ich aber froh drum, weil der Mechanismus, der scheint schon sehr interessant zu sein und auch das Material, vor allem dieser Das Apparat Material ist schön, mit ja. der Rätselscheibe, finde ich sehr interessant. Ja. Ja, da sind wir weiter rumgelaufen, natürlich, haben noch ein paar Bilder für euch eingefangen. Genau. Wir sind natürlich auch an vielen anderen Ständen und Verlagen stehen geblieben, haben auch da wieder sehr herzliche Gespräche geführt und das Ganze fühlt sich wirklich wie so ein großes Familien- oder wie so ein Klassentreffen manchmal an. Genau. Ja, da sind wir auch wieder bei der Ausleihe gewesen, bei der Brettspielausleihe. Und ja, wie ihr seht, die Tische waren wirklich voll. Und wir haben natürlich da erstmal geguckt, wollen wir uns da irgendwo zusetzen und sind aber dann doch erstmal weitergegangen und haben uns erstmal noch ein bisschen die Verlage angeschaut und hier und da natürlich auch noch mal ein paar Spiele. Was wir uns unter anderem auch angeschaut haben, war natürlich bei Queen Games haben wir uns das Marrakesch angeguckt. Ja, genau. Also wir haben ja schon das in Anführungszeichen normale Marrakesch, was ja schon mit vier Personen auf einem Tisch sehr viel Platz braucht. Genau, und wir haben uns jetzt die kleine Version angeschaut, die halt auf dem Tisch passen sollte, auch auf dem kleineren Tisch. Wir haben es ja noch nicht live gesehen und da haben wir uns jetzt gesagt, okay, da ist die Chance, da gucken wir uns das jetzt einmal an. Wie sieht es aus? Und gespielt haben wir es jetzt nicht. Wir können jetzt nicht sagen, ob das Spielgefühl genauso ist, aber optisch sieht es auf jeden Fall schick aus und ja, und man kann natürlich auf einen kleineren Tisch spielen. Genau, aber wir haben gesagt bekommen tatsächlich, dass das Spielgefühl nahezu identisch ist zu einem Ja, normalen großen Spiel. genau. Also, ne, wem das andere Marrakesch bislang zu groß war, der kann sich das ja gerne mal anschauen. Wie gesagt, jetzt in der kleineren Box und passt natürlich dann auch besser ins Regal rein. Dann sind wir eigentlich weiter durch die Hallen geschlendert und jetzt kommen wir dann doch mal zu einem Solospiel, das wir uns näher oder vor allem ich mir näher anschauen wollte. Wir sind ja dann angesprochen worden und haben gesagt, okay, hallo Horst, hier sind wir Genau. bei Board Game Raccoon. Und da hat uns dann der liebe Horst tatsächlich so ein bisschen mehr zu diesem Spiel erzählt, wann es wohl rauskommen wird über Kickstarter und was tatsächlich da so die Zusammenarbeit gestaltet mit dem philippinischen Illustrator und auch seinem Kompagnon, dem zweiten Mann an Bord vor Ort. Und das Spiel hat mich so neugierig gemacht. Wir haben ja auch dann diesen Epilog mitbekommen, den ich mir auch dann heute in der Mittagspause just durchgelesen habe. Und ich habe da jetzt so richtig Lust bekommen, wir haben auf jeden Fall diesen Epilog bei auch durchzuspielen. Ja, ist auch vom Thema her, passt es ja auch richtig gut zu dir. Ja, wir haben natürlich auch noch andere Verlage uns die Stände angeschaut. Es waren alle gängigen Verlage oder viele gängige da. Es war unter anderem war natürlich Schmidt Spiele da. Dann war natürlich auch Board Game Circus da. Skellig Games war da. Amigo war da. Amigo war da. Also es waren halt viele Stände da, die man halt kennt und die man halt auch sonst auf so Messen sieht. Also ja, laut Spieldoch waren 100 teilnehmende Verlage und Händler da und das hat man schon gemerkt. Ja, grundsätzlich war die Halle oder auch
die eine Halle, die sind ja umgezogen von 4 nach 5 in die größere Halle, die war gut besucht. Wir haben heute frisch auch den Pressebericht bekommen von dem Nostheide Verlag. Man spricht von 14.000 Besucher, also mehr als letztes Jahr. Genau. Und ich glaube, du hast gesagt, wenn das richtig verstanden habe, dass ja auch nächstes Jahr schon gesagt worden ist, dass die Messe noch mal größer wird. Genau, es soll überarbeitet sein, also noch von der Größe her, dass auf jeden Fall mehr als, jetzt waren wir 400 Sitzplätze in der Spielausleihe, die soll auf jeden Fall größer werden und natürlich auch mehr Verlage und mehr Aussteller sollen dann auch da sein. Da sind wir natürlich sehr, ja, sehr gespannt, was da passieren wird. An dem Tag selber war es jetzt noch so, dass wir abends, bevor wir gegangen sind, haben wir nochmal, ja, ich war zwar schon relativ müde und kaputt von dem Spiel, was ich vorhin erzählt habe, aber ich habe mir gesagt, okay, ein kleines Spiel spiele ich abends noch, eins vielleicht, das ich kenne. Und dann haben wir noch einen gespielt. Genau, und zwar haben wir Akropolis gespielt, das haben wir schon auf den Biwex-Tagen ja einmal gespielt. Genau, und jetzt haben wir es halt nochmal ja, schnell gespielt, weil wir es ja schon kannten. Ich wusste zwar nicht mehr genau, wie die Punktewertung war, deswegen habe ich sehr schlecht gespielt, muss ich sagen. Und ja, schöne Grüße an dieser Stelle auch an den Ulrich, mit dem wir gespielt haben. Genau, der hat uns mal so richtig übers Leder gezogen, aber pst, wichtigste ist ja, man hat Spaß. Ja, genau, aber auch nur, weil ich nicht mehr mit der Punkte wusste, wie ich das mache. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. So, dann sind wir aber natürlich, ja, man sieht es wieder, wir haben mal aus Spaß das Parkhaus fotografiert. Also da haben wir geparkt mit unserem kleinen Auto und da war wirklich alles leer gefegt, zumindest in dem Bereich, wo wir ja dann rausgefahren sind. Mhm. Und da sind wir dann auf jeden Fall einer der letzten gewesen. Wir sind aber nicht nach Hause gefahren. Richtig, denn wir haben uns alle verabredet, alle heißt viele, viele Content Creator, mit denen wir auch die letzten 2 Tage immer wieder uns getroffen haben. Schöne Grüße da auch nochmal tatsächlich an alle. Genau, wir waren im Purino, da hatten wir einen Tisch bestellt, dass wir einfach mal ein bisschen netzwerken konnten. Und ja, wir gehen jetzt nicht unter die Restaurantkritiker, aber für den einen oder anderen, der vielleicht in Dortmund in der Nähe der Messe mal vielleicht auch ein Restaurant sucht, das ist doch schon ein kleiner Tipp, weil das Ambiente war sehr schön. Und das Essen war auch richtig lecker. Mhm. Und nach dem Essen oder auch schon während des Essens wurde, also wie du schon gesagt hast, die ganze Zeit über Brettspiele gespielt und alles, was dazugehört, drumherum. Kontakte ausgetauscht und war prima. Genau, war auf jeden Fall sehr schön und war ein sehr schöner Ausklang für uns, für das Spielwochenende. Das war unser kleiner Bericht von der Spielmesse Dortmund und ja, im nächsten Jahr wird sie natürlich auch wieder stattfinden. Ja, richtig, wir freuen uns da schon drauf. Nächstes Jahr findet statt vom 26. bis zum 28. April 2024. Genau, und ja, da werden wir bestimmt auch wieder dabei sein. Das ist ja bei uns immer so ein Heimspiel. Und deswegen ja, freuen wir uns natürlich, wenn wir dann von Essen dann rüberfahren können und da hat man wieder schöne Spielstunden und viele Leute treffen. Da hat quasi unser Abend und unser ja, Brettspiel doch Wochenende quasi geendet. Wir waren Sonntag nämlich nicht da. Wir haben Sonntag Besuch zum Spielen gehabt. Und deswegen waren wir halt nur Freitag und Samstag da. Aber ja, wir haben vieles gesehen, wir haben viele Leute wieder gesehen, mit vielen Leuten gequatscht, viele Leute das erste Mal gesehen. Danke auch fürs Ansprechen und danke auch für diese tolle Community, dass wir halt mit, ja, wem man alles kennt mittlerweile, ist super. Ja, deswegen auch danke an alle, mit denen wir einfach quatschen konnten. Genau, schöne Grüße an alle und ja, das war's für heute. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja, Thorsten und Familienunterricht. Tschüss. Tschüss.